Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge wurden die Mitglieder für die Expedition der Gilde bekannt gegeben. Also die gesamte Gilde! Nein, niemand versteht Knuddeluff. Versucht es nicht erst. Das sieht jetzt klasse aus, ich weiß. Mir ist gerade aber aufgefallen, dass der Rahmen da drüben scheiße war. Der Rahmen ist eh heute wie immer sehr toll. Ich hatte bloß leider wegen einem anderen Projekt, das ich gestern aufgenommen habe, ein paar Einstellungen verändert. Ein Projekt, das ihr wohlgemerkt niemals sehen werdet. Da werde ich wahrscheinlich auch im Verlauf der Folge, wenn wir später im Dungeon kommen, mal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt findet dann, wie Plaudergeil bereits sagt. Also, ich mach weiter. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Die ausgewählten Mitglieder, also alle. Jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergisst nicht, dass dies eine Gildenexpedition ist. Die Mitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Ihr könnt keine Mitglieder mit den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Sie dürfen an der Expedition nicht teilnehmen. Denkt daran, wenn ihr eure Vorbereitung trefft. Sobald ihr bereit seid, kommt hierher zurück. Informiert mich, sobald ihr fertig seid. Das ist alles. Ja, na dann. Könnt vor Glück schreien, alle dürfen mit zur Expedition und meine Stimme ist auch wieder zu. Der Game Master hat mich mal wieder überrascht. Ich zitter noch von dem Schock. Ich habe keine Angst von den Stimmen, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich war total baff. Ich bin froh, dass wir ihn hier aufgegeben haben. Hey, 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 ihr leckt's. Ihr leckt's, hey, 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 ihr leckt's. Menschenkinder, ich bin so froh, dass ich wieder auf Expedition darf. Und nicht nur ich, alle dürfen ja mit. Das heißt, ich bin doch nichts Besonderes. Ja, ihr merkt anders als in den letzten Folgen bin ich heute wieder etwas übermotiviert. Kann auch wieder gescheit reden, glücklicherweise. Und ja, ich bin ganz bewegt und aufgewühlt. Das ist kein Traum, das passiert wirklich. Wer auch immer das werde mitgehen, bedeutet auch, dass es eine Prüfung für uns alle wird. Warum schlage ich vor, dass wir Lehrlinge alle zusammenarbeiten? Und lass uns diese Expedition zu einem Erfolg machen. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ja! Gute. Lass uns unser Bestes geben. Lass uns zusammenhalten. Wir sind Merkel. Wir schaffen das. Und Krakelo sah ein bisschen retarded aus. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Ach, ich bekomme den jetzt schon. Ich dachte erst nach der Expedition. Ja, ich würde sagen, ich habe gerade Zeit in der Vorbereitungsphase. Und zwar habe ich ein Fangame gespielt. Eine Art Mystery Dungeon Fangame. Keine Ahnung, wie lange es war. Es war mein Problem. Ich habe angefangen. Story war relativ interessant. War so ziemlich das einzige Mystery Dungeon. Gebt einfach Pokémon Mystery Dungeon Fangame an, dann werdet ihr es als allererstes finden. Und ja. An sich war das Problem, das Gameplay war, glaube ich, das zäheste, das ich jemals erlebt habe. Es war total langweilig auf Dauer. An sich ist man die ganze Zeit durch den Dungeon gerannt. Ja, ja, wir sind für die Expedition ausgewählt worden. Man ist die ganze Zeit durch die Ebenen gerannt. Das Problem bei der Sache war, oh, mein Beutel ist fast leer. So wie man da durchkannt ist. An sich hatte man normale Encounter. Man hat die Pokémon zwar auf der Map gesehen, aber sie in einem normalen Kampf bekämpft. Mit komischen PowerPoint-Animationen sah zumindest so aus, jedes Mal beim Kampfeinspieler eine andere. Und die Sache war die, jedes Mal, wenn auf der Overworld ein Pokémon einen anguckt, musste man gegen es kämpfen. Und da kommt. Hä, lol, warum habe ich. Stimmt, das wollte ich ja in. Kacke, das habe ich ja vergessen, dass ich mir das vorgenommen habe. Und warum mache ich keine mehr voraus?
Und das hat es halt, da man auch nicht flüchten konnte. Falscher Knopf. Ohnehin schon verdammt zäh gemacht, das Gameplay. Aber weil das nicht gereicht hat, ich nehme hier mal ein paar Gummi mit. Man konnte nicht fliehen vor den wilden Pokémon und die Kämpfe waren nicht spannend. Man war eigentlich als Spieler komplett overpowered. Und dann ist eben die Sache gewesen, es kam ein Bosskampf, der nicht ganz so einfach war. Auf diesen Ebenen ist man auch hin und wieder in Warp-Fallen getreten, die einen in der Regel übel weggeschmissen haben und alle Pokémon respawnen lassen haben. Weil es gab auch noch zigtausend gefühlt auf jeder Ebene. In einer Folge habe ich 4 Ebenen geschafft mit dem Tempo. 4. Das erzähle ich jetzt fertig, bevor wir mit der Expedition loslegen. Und ja, ich habe es aber an sich durchgezogen, auch wenn es fucking ermüdend war, weil ich mir dachte, das Spiel ist von dem, was ich so mitbekommen habe, vermutlich eh nicht so lang. Das weiß ich jetzt aber nicht. Denn nach diesem Bosskampf, nach ungefähr einer Stunde Spielzeit gegen Ende des zweiten Parts, bin ich an eine Stelle gekommen, an der man ein komisches Rätsel lösen musste, an den Schalter die Wände für einen Moment verschwinden lassen. Dazu muss ich sagen, weil das Spiel so einfach war, habe ich eigentlich so ziemlich nie gespeichert. Ich wollte wie immer am Ende der Aufnahmesession speichern, wie ich es hier zum Beispiel ja auch immer tue. Und da war dann mein Fehler, dass ich mich zu sehr auf die Intelligenz dieses Programmierers verlassen habe. Denn auf einmal ist eine der Wände in mir gespawnt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nichts tun, egal was ich gemacht habe. Das Einzige, was ich hätte tun können, den gesamten Dungeon, das gesamte Spiel von vorne zu beginnen. Und da hatte ich sowas von keinen Bock drauf. Und ja, und dann hatte ich heute erst noch so eine Situation. Denn es ist irgendwie voll lustig. Schmünter bewegt seine Beine nicht, wenn man das richtig macht. Ja, denn heute Morgen hatte ich die ersten beiden Stunden in der Schule im Fall. Diese Woche 3-mal. Ich gönn mir. Heute, morgen und Donnerstag. Ja, gönn ich mir auf jeden Fall. Habe ich an der Bushaltestelle gewartet. Ist ein Bus gekommen. Linie war 1 über der, die ich nehmen muss. Gibt's ja auch. Kann passieren. Dann fährt der weg. Ich stehe immer noch an der Haltestelle. Krieg auf einmal eine WhatsApp von einem Klassenkameraden. Junge, warum bist du nicht in den Bus eingestiegen? Das war unserer. Diese Die Busfirma, die das hier leitet, die ganzen Linienbusse hat, die ist sowieso absolut komisch drauf. Und heute haben sie es geschafft, die falsche Buslinie drauf zu schreiben. Und die Busse fahren stündlich. Ich hatte zum Glück nur Sport, hab nicht wirklich viel verpasst. Also ja. Problem hat es auch nicht gegeben, aber das war sowas von nervig. Gott. Wie gesagt, habe ich das jetzt auch die nächsten Tage wieder. Da steige ich um die Uhrzeit in den Bus ein. Mir scheißegal, was da drauf steht. Aha, ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich wirklich was gescheit aus meinem Leben erzähle hier in dem. Ja, das war aber so eine Story, die wollte ich einfach mal teilen. Heute ist allgemein überhaupt nicht mein Tag. Dazu aber im Dungeon noch ein bisschen mehr, der dann kommen wird. Ich
bin bereit. Ja, ich sollte ausreichend dabei haben. Keine Gildenmitglieder sind. Gut, wenn die anderen Lehrlinge eintreffen, werde ich die Besprechung beginnen. Wie ich sehe, sind nun alle startbereit. Nun gut, lasst mich erklären, worum es bei der Expedition geht. Erstens das Ziel, die Erkundung des Nebelsees. Der Nebelsee? Richtig, dieser See soll sehr weit im Osten liegen. Ich könnte mir jetzt einen Kriegswitz rausrutschen lassen, aber so gemein bin ich nicht. Er ist eben sehr weit im Osten und es ist eigentlich so eine Legende. Er ist lediglich eine nebelhafte Vorstellung eines Ortes, die sich bis heute einzig und allein auf Gerüchte stützt. Es gibt da auch ein Gerücht. Man sagt, dort soll ein Schatz von atemberaubender Schönheit versteckt sein. Echt ein Schatz? Wir gehen auf Schatzjagd? Das ist aufregend. Ja, es wird ein riesengroßer Spaß. Macht bitte alle eure Wunderkarten auf. Hier soll der Nebelsee liegen. Genau da im schwarzen Bereich auf eurer Karte. Als unerforschtes Gebiet ist die Gegend unter einer Wolkendecke verborgen. Unsere Gilde befindet sich hier. Auf einem anderen schwarzen Punkt. Wie ihr seht, liegt der See ein gutes Stück von der Gilde entfernt. Darum werden wir am Fuß des Hochlandes hier unser Lager aufschlagen. Das wird unser Basislager sein. Würden wir alle auf einmal in nur einer Gruppe zum Basislager reisen, wären wir in unserer Mobilität sehr eingeschränkt. Daher planen wir, in Gruppen aufgeteilt zum Basislager zu reisen. Ich werde diese Gruppen jetzt bekannt geben. Zur ersten Gruppe gehören Sonflora, Krakilo, Dicta und Libunkel. Nur, dass ihr es wisst, ich lasse mich nicht von euch aufhalten. Sagt der Richtige. Zur nächsten Gruppe gehören Diktri, Palimpalim und Krebskorps. Wir sind eine stramme Truppe, Leute. Wir sind zu fünft. Drei von den fünf sind ich. Der Spruch war geil, ich weiß. Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Hey. Immer sehen. Der Genmeister und ich werden zu zweit gehen. Das ist akzeptabel, nicht? Ich muss mit Plaudergeil gehen. Das ist so langweilig. Bitte sei nicht so anstrengend. Das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Digga, Knuddelhof hat auch keinen Bock auf Plaudergeil. Wie meinst du das? Unsere Gäste, Team Skull, sollten unabhängig von uns als eigene Gruppe reisen. Verstanden. Und die letzte Gruppe bilden Fragezeichen-Man, Schmünter und Bidiza. Ich muss mit Bidiza reisen. Ne, Knuddelhof, wie gefällt dir das? Ich kann das auch. Wir sind eine Gruppe, ich hoffe, ich kann mit euch mithalten. Jawohl, ja. Ja, geht mir nicht so. Mit dir kann ich mithalten, wenn ich halbtot am Schlafen bin. Nun gut. Lasst uns anpacken. Machen wir uns auf den Weg. Yay. Und so begann es. Das Gilden-Expeditionsteam startete seine Reise zum Nebelsee. Wie geplant wurde das Team in einzelne Gruppen unterteilt. Die Gruppe von Schmünter, Fragezeichenman und Bidiza plante daraufhin ihre Route, auf der Bidiza ganz unauffällig verloren gehen sollte. Sie einigten sich auf eine Route entlang der Küste, die zum Basislager führte. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Dein Abenteuer wird gespeichert. Bitte nicht das System ausschalten oder die DS-Karte entfernen. Spielstand erfolgreich gespeichert. Kapitel 7. Die große Gildenexpedition. Wow, das Meer ist gleich da drüben, Schmünter. Nee! Echt? Das hat so an sich, wenn man an der Küste langläuft! Heute bin ich wieder gut drauf. Sieh dir nur mal diese Klippern. Jawohl, ja, das sieht mir immer mehr nach einer echten Expedition aus. Der Weg, der vor uns liegt, wird nicht leicht werden.
genau das Richtige für wahre Erkunder. Also nicht für mich. Und das hier ist etwas, das Erkunder wie wir sofort wiedererkennen. Und kein Gamma-Speicher. Ein was? Jawohl, ja, richtig gehört. Da ist ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher erlauben dir, Items zu lagern oder rauszunehmen und deinen Spielfortschritt zu speichern. Das sind für Reisende sehr hilfreich. Nun, ich habe noch nicht so oft Kangama-Speicher verwendet. Ich vermute, das ist nicht gerade ein Grund zu prahlen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das hier meine erste Expedition ist. Ich bin irgendwie nervös. Ja, geht uns ab. Nein, mir nicht. Für mich ist es die Oder gibt's noch mal... Ich würde nicht sagen, dass noch was im Spiel später als wirkliche Expedition der Gilde durchgeht. Daher ist es meine zweite, da das hier mein Reloaded ist. Geht uns genauso. Also eigentlich nicht. Das ist für jeden von uns außer Schmünter etwas Neues. Geben wir einfach unser Bestes. Schlagen wir mal die Wunderkarte. Für wen kam das jetzt unerwartet? Wir befinden uns jetzt hier. Wir sollten die anderen am Basislager treffen. Das liegt dort drüben. Wir könnten uns also als erstes vornehmen, diesen Punkt zu erreichen. Wollen wir uns als erstes Ziel setzen, dorthin zu gelangen? Jawohl, ja, mach ich mit. Fragezeichenmann verhält sich wie ein Anführer, voll der Egoist. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Es kommt sicher von der Aufregung über die Expedition. Aber er war früher so zurückhaltend und gibt sich jetzt viel mehr Mühe. Außer bei regelmäßigen YouTube-Upload. Ich meine, hi. Gibt's ein Problem? Wenn man genau hinsieht, gibt's zwei Eingänge. Das ist aber kacke. Was machen wir jetzt, Schmünter? Welchen nehmen wir? Kacke, wenn ich das noch auswendig wüsste. Ich glaube und hoffe, die Schroffküste. Okay, jetzt ist es Zeit. Zeit, dass wir alle drei als Team zusammenarbeiten. Oh nein. Weil ich weiß, einer der Dungeons ist nur zum Trainieren und führt am Ende wieder hierhin. Und ich weiß auch. Seemops! Ja, das merke ich mir. Digga, wie sich das Ding fortbewegt, das rollt einfach. Guckt's euch doch an, das ist voll cute. Das ist ein Walross und das ist fett. Jetzt wieder zu meinem wo ist Bidiza eigentlich hängen geblieben? Wieder zurück zu meinem tollen Re-Life, sagte ich ja, erzähle ich noch was. Und zwar geht es an sich darum, dass heute wirklich in jeder Form nicht... Bidiza! Bidiz... Alter. Okay, es greift mich. Welches Level hat Bidiza eigentlich? Ah ja, die Boxen kann man ab sofort finden. Ja. An sich geht es eben darum, dass mein Tag heute allgemein eher gut. Gerade vor der Aufnahme erst. Ich hatte lange Schule. Ich bin gerade erst wieder zurückgekommen. Und das Erste, was mir passiert, ich will mir so Haferflocken mit Joghurt machen einfach mal, um so ein bisschen was im Magen zu haben, bevor ich hier aufnehme. Was passiert? Der Joghurt fällt mir aus der Hand. Weil der Deckel locker sitzt mit dem Griff, fällt mir aus der Hand auf den Boden. Der gesamte Boden dieses Joghurt-Eimers geht kaputt und die Kacke verteilt sich fucking großflächig. Zwar nicht alles, aber auf jeden Fall das, was rausgefallen ist, sackgroßflächig über den Boden. Gott, Alter, ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, um dann letztendlich dieses Müsli, diesen Joghurt essen zu können. Und ehrlich gesagt sind das halt schon viele Gummis, bei denen ich überlegen sollte, ob die nicht vielleicht später sinnvoller wären, wenn ich die
Also ein paar werde ich jetzt essen. Für wen ist das ein? Kacke. Ich wollte das nicht werfen. Käfer, aha. Hier, Käfer ist fast Pflanze, das musste doch schmecken. Loyal. Hab keine Ahnung, was genau das bringt. So, das reicht. Jetzt mal kurz gucken, Bidiza. Der ist höher gelevelt als wir. Warum nimmst du dann 18 mal so viel Schaden, du Kekko? Und allgemein hatte ich heute schon ein paar tolle Fails. Eben das mit dem Bus. Heute Morgen fanden auch meine Klassenkameraden echt toll. Ein Glück, dass ich einen einzigen YouTuber-Merchandise besitze ich. Und ich feier den so hart und der hat auch perfekt gepasst, Alter. Ich werde jetzt mal keine Werbung für einen YouTuber machen, aber an sich ist das eine Sonnenkappe mit der... Also vielleicht kennt das irgendwer hier. Eine Sonnenkappe mit der Aufschrift, Betrug, das zeig ich an. Und es gibt wenig Passenderes in dieser Situation. Und sag mal, Fragezeichen-Man, willst du mich eigentlich flachsen? Und wie gesagt, allgemein heute nicht wirklich mein Tag. Auch in Matheunterricht richtig viele komplett unnötige, dumme Fehler gemacht. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe mich auch insgesamt mehr beteiligt und ich glaube auch sogar mehr richtig als sonst. Weil wir ausnahmsweise mal ein Thema haben, das ich kann. Aber insgesamt halt, die Fehler, die ich hatte, waren so dumm. Junge, ich habe 4 plus 2 falsch berechnet. Was? Digga, 4 plus 2. Was hab ich innen geschrieben? Ist das 5? 5! Warum tut mir das nicht weh? Das tut mir weh! Was, Bidiza? Wieso wurdest du gerade eben von dem einen Wingul fast umgebracht? Bruder, zum Glück habe ich den im Team. Elektro, bitte eine gute Elektroattacke! Ja! Das Geräusch lasse ich mir patent. Info. Oh. Ja, vergiss den scheiß Silberblick. Leck doch den Silberblick im Viereck. Den brauche ich nicht. Ich hab eine Elektroattacke, Freunde. Auch eine Sache. Ich hab mal in die Analytics von meiner Walross-Edition der gesamten Geschichte, die erste Edition, gestern war ja das Finale der zweiten, wer es nicht gesehen hat, oder die ganze Geschichte, guckt es euch an. Und dabei ist mir aufgefallen, 4000 Aufrufe inzwischen und kein einziger weiblicher Zuschauer. Das hat mich echt gewundert. Das war weiterentwickeltes Walross. Bidiza! Ah! Das ist meiner. Glückwunsch. Ach so, das ist wohl umsortiert. Boah, mach mir doch keine Angst. Lol. Fragezeichen, man lernt Rasier.
Rasierblatt, Alter, jetzt wird rasiert, meine Freunde. Heute ist wieder eine gute Folge. Finde ich sahnig. Oder was ich mir in letzter Zeit aus irgendeinem... Oh Gott, war das schlecht. Was ich mir in letzter Zeit aus... Junge! Vor allem steht das Ding auf der Treppe! Danke! Ah, sehr gut, war der richtige Dungeon. Boom, Menschens, Kinders, ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Ja, aber bis zum Basislager müssen wir noch ziemlich weit gehen. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Wir befinden uns jetzt hier. Dort ist das Basislager. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wir sind fast da. Das Basislager liegt gleich hinter diesem Berg. Oh, mein Magen hat geknurrt. Ja, unserer... Wir haben einen einzelnen zusammen, unserer auch. Wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen... Das Traurige ist, irgendwie ist das ja echt so. Man selber kann in Dungeons durch Hunger K.O. gehen. Der Partner nicht. Hat man denselben Magen? Wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir vorher das Schluss machen? Wir könnten hier übernachten. Stimme ich zu. Dann essen, Maggis! Hoffentlich liefert der Pizzaservice hierher. Am nächsten Morgen. Okay, Leute, wir müssen uns auf den Weg machen. Wisst ihr, was jetzt kommt? Genau. Und zwar im nächsten Part. Aber zuvor, bevor ich die Abmoderation mache, schlagen wir nochmal die Wunderkarte. Was ist falsch mit mir? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Ein Like wäre auch cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.